das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Ihnen einen guten Abend. Bei einem Thema hat eine Verteidigungsministerin ziemlich gute Chancen, ziemlich viel Ärger zu bekommen. Nämlich dann, wenn sie Rüstungsgüter auf dem Bestellzettel hat. Verteidigungsministerin von der Leyen hat heute ihren Bestellzettel bekannt gegeben. 4 Milliarden Euro will sie ausgeben für 4 neue Kampfschiffe und satte 4 Milliarden Euro für ein neues Luftabwehrsystem namens Medium Extended Air Defense System, kurz MEADS genannt. Es soll in 10 Jahren das bisherige Abwehrsystem Patriot ersetzen. In 10 Jahren ist klar, ist Frau von der Leyen zumindest nach menschlichem Ermessen längst zumindest aus diesem Amt heraus, in dem sie jetzt arbeitet. Die höchst streitbare Diskussion um die Beschaffung des Abwehrsystems MEADS aber hat sie in Berlin heute sofort ausgelöst. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil bei so manch einem bisherigen Rüstungsprojekt die Kosten gewaltig aus dem Ruder gelaufen sind. Oder es trotz Bestellung einfach nicht gekommen ist. Oder, wenn es gekommen ist, nicht so funktioniert hat, wie es soll. Oliver Kör. Das sind die Albträume der Ursula von der Leyen. Der Eurohawk, eine Drohne, die nie eine Flugerlaubnis bekommen hätte. Der A400M, ein Militärtransporter, der ständig teurer wurde und dann auch noch abstürzt. Das G36, ein Gewehr, das bei Hitze und Dauerfeuer nur noch so ungefähr trifft. Solche Desaster sollen ihr nicht passieren. Jetzt hat von der Leyen die Chance, bei ihren ersten eigenen großen Rüstungsprojekten. Ein neues Kriegsschiff wird entwickelt und noch wichtiger, das neue Raketenabwehrsystem MEADS. Wichtig ist für uns, dass wir Transparenz haben, dass wir die Risiken früh erkennen und dass wir damit auch die Bundeswehr in eine Lage versetzen, tatsächlich auch das zu bekommen, was sie bestellt hat, in absehbarer Zeit und zu überschaubaren, realistischen Kosten. Sie hat sich für das Prinzip Merkel entschieden, sieht man ja an den Händen. Von der Leyen will auf Nummer sicher gehen, hat lange abgewartet, lange prüfen lassen, bevor sie den MEADS-Auftrag erteilte. Auch der sonst so kritische Koalitionspartner ist glücklich. Wenn jetzt MEADS aufs Gleis gesetzt wird, ist das für die Bundeswehr sehr, sehr wichtig, weil das bisherige Raketenabwehrsystem Patriot ab dem Jahr 2025 nicht mehr einsatzfähig sein wird. Und ich möchte nur Soldaten in ferne Länder schicken, wenn sie auch den bestmöglichen Schutz haben. Ein 360-Grad-Radar, Schutz für Feldlager oder sogar ganze Städte, Abwehr von Flugzeugen, Drohnen und Raketen. Für das alles steht MEADS. Trotzdem reichen die Reaktionen von Geldverschwendung. Es wird ein teures Großwaffensystem werden, mit wenig Leistung, aber mit einem hohen Kostenfaktor. Bis zum Vorwurf ein Weiter-so im Ministerium. Frau von der Leyen erfüllt lieber die Wunschzettel der Rüstungsindustrie, als einer Beschaffungsentscheidung eine kluge sicherheitspolitische Analyse zugrunde zu legen. Sie setzt damit genau die falsche alte Politik im Beschaffungsbereich fort, der sie doch eigentlich ein Ende setzen wollte. Na gut, das ist die Opposition, die muss irgendwie dagegen sein, aber auch Wissenschaftler sind skeptisch. Bernd Kubich hat sich eingehend mit dem MEADS-System befasst und rät dringend davon ab. Für die Sicherheit Deutschlands ist MEADS kontraproduktiv, weil es eine falsche Sicherheit schaffen könnte. Nämlich dadurch, dass MEADS vorgibt, etwas verteidigen zu können, was es in Wirklichkeit jedenfalls ungetestet überhaupt nicht kann. Klar ist, das Patriot-System muss ab 2025 ersetzt werden. Der US-Hersteller bietet eine überarbeitete Version an. Für die Neuentwicklung MEADS spricht dagegen, 4 Milliarden Euro sind schon in das System geflossen, davon 1 Milliarde aus deutschen Steuern. Und an MEADS hängen hunderte Arbeitsplätze im bayerischen Schrobenhausen. Bloß reicht das als Grund? Ist MEADS wirklich das beste System? So ähnliche Fragen wurden auch bei den Pannenprojekten der Bundeswehr gestellt. Jetzt die richtigen Antworten zu geben, das ist die Bewährungsprobe für von der Leyen. Und in Berlin begrüße ich jetzt Bundesverteidigungsministerin von der Leyen. Schönen guten Abend, Frau von der Leyen. Guten Abend, Herr Roth. Frau von der Leyen, 1 Milliarde deutsche Entwicklungskosten, 4 Milliarden Anschaffungskosten für MEADS. Das ist ein System, das noch nicht mal serienreif ist. Ist da nicht die Chance, dass Sie hier ein Milliardengrab einhandeln, ziemlich groß? Naja, wir müssen ja wissen, wofür wir das Ganze machen. Wir haben heute ein Luftverteidigungssystem, das gut funktioniert, aber wir wissen, dass es 2025 ausgelaufen ist.
Und dann werden wir ein neues Luftverteidigungssystem zum Schutz zum Beispiel unserer Soldatinnen und Soldaten im Feldlager brauchen oder zum Schutz von Großstädten oder kritischer Infrastruktur. Wir werden das mit Sicherheit brauchen. Die Entscheidung, die heute gefallen ist, war für ein besonderes System, das hochmodern ist, das eine offene Systemarchitektur hat, also uns ermöglicht, mit anderen Nationen zusammenzuarbeiten. Und dass damit viele Kriterien erfüllt, die uns wichtig waren. Den Schutz, den brauchen wir in jedem Fall. Nun müssen wir noch mal durch die Liste gehen. Ein Transportflieger, der nicht kommt, ein Hubschrauber oder Hubschrauber, die nicht fliegen, wie sie sollen, ein Gewehr, das nur so ungefähr trifft, Stichwort G36, wenn es heiß wird jedenfalls, wollen sich wirklich noch eine neue potenzielle Baustelle einhandeln, statt erstmal die alten in Ordnung zu bringen? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das anführen, denn genau die Themen, die Sie eben genannt haben, und das sind noch nicht alle Probleme, haben wir aufgearbeitet in den vergangenen Monaten. Das war ein schmerzhafter Prozess. Wir haben Transparenz hergestellt. Wir haben die Fehler auch offen auf den Tisch gelegt, um auch mit externer Hilfe zu lernen, was eigentlich in dieser Entwicklung falsch gelaufen ist, warum wir diese vielen Probleme haben. Und genau mit diesem Blick nach vorne haben wir heute eben die Entscheidung so getroffen, nach sorgfältiger Prüfung. Wir sind viel tiefer als sonst in die beiden in Frage kommenden Systeme eingestiegen. Wir haben vor allem schon angefangen, ein Projektmanagement aufzusetzen, was von Tag 1 an eisern und sehr sauber mitkontrolliert, wie die Firma entwickelt. Und was neu ist, wir haben sogenannte Sollbruchstellen eingebaut, nämlich dass wir gesagt haben, wir werden Meilensteine miteinander verabreden. Und wenn ein Meilenstein nicht erreicht wird, dann haben wir Möglichkeiten abzubiegen und einen anderen Weg einzuschlagen. Das heißt, anders als in der Vergangenheit, gehen wir nicht in ein großes Projekt rein und sehen am Ende, welche Risiken wir am Anfang nicht erkannt haben, sondern legen am Anfang heute die Risiken auf den Tisch. Und wichtig, wir haben realistisch, das heißt konservativ, die Kosten ausgelegt. Das bedeutet, wir sagen von Anfang an, dass es teurer wird, wie wir ungefähr die Kosten einschätzen, und haben damit eben das gemacht, was wichtig war, die Fehler aus der Vergangenheit genommen, um zu lernen, um heute ein modernes Projektmanagement aufzusetzen. Frau von der Leyen, das sind Abwicklungsfragen, das sind auch technische Fragen, aber verknüpft natürlich mit so einem Projekt oder solchen Projekten ist natürlich auch eine politische Frage. Ist die Anschaffung von Mietz und dieser 4 Kriegsschiffe, um die es ja auch geht, Ihre Antwort auf die Russland-Ukraine-Krise? Nein, das ist die nicht, denn wir haben heute nicht mehr diese lineare Ost-West-Konfrontation. Das, was wir, dieses Luftverteidigungssystem, was wir heute entschieden haben, ist etwas, was in etwa in 10 Jahren die Antwort dann gibt auf Bedrohungen, die aus der Luft kommen. Das werden hochtechnologische Raketen sein, das werden Drohnen sein. Und wir brauchen den Schutz für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz überall auf der Welt. Dieses System hat die Möglichkeit, wie eine Schutzglocke, sich über ein Feldlager oder eine Großstadt oder kritische Infrastruktur zu legen. Und das Entscheidende ist, dass wir es überall auf der Welt einsetzen können und nicht nur in den Osten fixieren und dorthin starren, sondern gerüstet sind für das, was potenziell auf uns zukommt. Ich weiß, dass diese Themen alle immer nicht schön sind, aber wichtig ist ja, dass wenn wir in der Zukunft unsere Bundeswehr in Einsatzgebiete schicken, weil es nicht anders geht und weil auch andere Nationen sich darauf verlassen, dass wir Verantwortung übernehmen, dann müssen wir unsere Soldatinnen und Soldaten modern auch schützen können. Frau von der Leyen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Entscheidung für das Raketenabwehrsystem Mietz kommentiert jetzt Maron von Haaren vom Westdeutschen Rundfunk. Nun soll es also Mietz werden. Für Verteidigungsministerin von der Leyen die erste eigene große Rüstungsentscheidung. Den betriebswirtschaftlichen Sachverstand dafür holte sie sich bei Staatssekretärin Katrin Suder. Die arbeitete zuvor bei der Unternehmensberatung McKinsey. Eine kleine Revolution, denn bisher ging es bei Rüstungskäufen weniger um Qualität, um Preise oder Vertragstreue. Stattdessen wurde oft gekungelt, geschlampt und womöglich bestochen, wie beim Sturmgewehr G36 jetzt untersucht wird. Den Ring von Männerfreundschaften zwischen Industrie und Ministerium haben die Ministerin und ihre Staatssekretärin offenbar gesprengt. Das ist ein Fortschritt. Das lässt bei Mietz auf solidere Finanzen hoffen.
Die entscheidende Frage aber wurde heute nicht behandelt. Wird dieses System, das langfristig mit Folgekosten auf 10 Milliarden Euro geschätzt wird, unsere Sicherheit nachhaltig erhöhen? Mit 10 Milliarden Euro könnte man klammen Städten und Gemeinden in Deutschland helfen, mehr Flüchtlinge zu versorgen. Mit 10 Milliarden Euro könnte man 1 Million Frauen in Afrika helfen, eine eigene Existenz aufzubauen. Mit 10 Milliarden Euro könnte man so viel tun, um Unfrieden zu bekämpfen. Betriebswirtschaftlich lautet die Frage also, womit bekommen wir mehr Sicherheit? Mit einem Raketenabwehrsystem oder mit mehr Investitionen gegen Armut, dem wichtigsten Grund für Kriege? Sicher, auch ich möchte, dass meine Stadt, mein Land vor Raketen geschützt wird. Noch wohler aber wäre mir, wenn unsere Regierung mehr Mittel investierte, um die Ursachen für Raketenangriffe entschiedener zu bekämpfen. Marion von Haaren kommentierte. Der Schuldenstreit mit Griechenland erschwelt weiter und noch immer ist keine Einigung in Sicht. Die Nachrichten mit Jens Riva. Athen hat Brüssel zwar eine Liste mit neuen Reformvorschlägen zukommen lassen, diese stießen dort allerdings auf Ablehnung. Aus der EU-Kommission hieß es, die Vorhaben reichten nicht aus und entsprechen nicht den bisherigen Vereinbarungen. Alexis Tsipras warnt lautstark vor dem Scheitern der Verhandlungen. Das wäre der Anfang vom Ende der Eurozone. Unterdessen schickt er ein neues Papier mit Vorschlägen an die Kreditgeber. Wir prüfen, heißt es offiziell bei der EU-Kommission. Theoretisch sei eine Einigung schnell möglich, aber das erfordert wirklich politischen Willen, vor allem von der griechischen Seite. Also weniger taktisches Manövrieren und mehr Arbeit an den Inhalten. Hinter den Kulissen sind bei den Geldgebern ziemlich pessimistische Töne zum neuen Papier zu hören. Griechenland habe längst beschlossene Positionen wieder aufgemacht. Kommissionspräsident Juncker hatte beim G7-Gipfel seine Verärgerung über Alexis Tsipras öffentlich gemacht. Scharfe Töne auch von den Christdemokraten im EU-Parlament. Die griechische Regierung spielt Tag für Tag mehr mit dem Feuer. Ihr Auftreten ist provokativ statt konstruktiv. Morgen könnten Merkel und Tsipras sich persönlich treffen. Sie sind gemeinsam beim EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel. Die Linkspartei setzt nach der Rückzugsankündigung von Fraktionschef Gysi anscheinend auf eine Doppelspitze. Der Reformpolitiker Bartsch und die Parteilinke Wagenknecht sollen nach Informationen mehrerer Agenturen die Nachfolger antreten. Die Wahl solle im Oktober stattfinden. Offiziell bestätigt wurde die Personalie bislang nicht. Gysi hatte am Wochenende seinen Abschied angekündigt. In der Diskussion über eine Neuregelung zur Sterbehilfe hat eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten einen Gesetzentwurf vorgelegt. Danach soll die organisierte Beihilfe zum Suizid etwa durch Vereine oder einschlägig bekannte Personen verboten werden. Beihilfe in Einzelfällen, etwa durch Familienangehörige, soll hingegen nicht unter Strafe gestellt werden. Andere Abgeordnete haben angekündigt, eigene Gesetzentwürfe vorzulegen. Sie sehen etwa eine Ausweitung der Sterbehilfe durch Ärzte vor. Der unbefristete Streik bei der Post soll ausgeweitet werden. Morgen würden mehr Mitarbeiter als heute die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Weitere Schritte seien nicht ausgeschlossen, sollte die Post die Ausgliederung von Paketboten in schlechter bezahlende Regionalgesellschaften nicht rückgängig machen. Es ist ein eher behutsamer Start in den unbefristeten Streik bei der Post. Etwa 8000 Mitarbeiter der Briefverteilzentren sind seit heute im Ausstand. Morgen sollen auch Paketboten und Briefträger folgen. Sie wehren sich gegen eine Art Zweiklassenbezahlung. Die Post hat seit Jahresbeginn etwa 6000 Paketboten neu fest angestellt, allerdings in eigens gegründeten Tochterfirmen. Dort sind die Löhne etwa 20% niedriger. Die Post argumentiert, niedrigere Löhne seien wichtig, um im Wettbewerb zu bestehen. Etwa 7 Millionen Briefe sind heute liegen geblieben, so die Post. Pakete seien bisher nicht betroffen. Bisher ist es uns gelungen, zwischen 85% und 90% der Sendungen, egal ob jetzt Briefe oder Pakete, immer zuzustellen. Das heißt, wir sind inzwischen gut aufgestellt für diese Fälle. Wer einen wichtigen Brief verschicken muss, beispielsweise um eine Frist einzuhalten, dem rät die Post zur teureren Express-Variante. Diese sei vom Streik nicht betroffen. Hanna ist 9 Jahre.
Das ist ein Alter, in dem es natürlich gilt, jeden Tag die Welt neu zu entdecken, zu lernen, wie das alles funktioniert in der Natur, wie das geht mit der tollen Technik. Hanna aber vergisst so langsam wieder, was sie schon wusste und was sie konnte. Fahrradfahren geht gar nicht mehr, das Treppensteigen ist schwierig, etwas Neues lernen eigentlich völlig unmöglich. Das Mädchen aus Bayern hat die äußerst seltene Krankheit NCL2, bei der das Gehirn nach und nach abbaut. Unaufhaltsam. Viele Betroffene sterben schon als Teenager. Und nun gibt es eine winzige Hoffnung für Hanna. Eine US-Pharmafirma hat ein Medikament entwickelt, das der Neunjährigen helfen könnte. Doch sie bekommt es nicht. Christiane Havranek und Fabian Mahler berichten. Auf den ersten Blick sieht man Hanna ihre tödliche Krankheit nicht an. Doch wenn nichts geschieht, kann sie bald nicht mehr laufen und sprechen. Hanna hat NCL2, eine Art Kinderdemenz. Für die Eltern ein Schock. Man geht ins Bett, wenn man so zu sich kommt, dann fängt man das Heulen an, wenn man aufwacht auch. Das ist immer, wenn man so für einen Moment mal eine Ruhe hat, dann kommt es schon immer hoch. Für Hanna gibt es nur eine Hoffnung. Eine US-Pharmafirma testet derzeit das erste Medikament, das die Krankheit aufhalten könnte. 24 Kinder bekommen es schon in einer Studie. Weitere Kinder werden aber nicht mehr aufgenommen, auch Hanna nicht. Ihre Eltern wollen deshalb, dass sie das Medikament außerhalb der Studie bekommt. Aber das lehnt die Pharmafirma ab. Die produzieren da Medizin, haben jetzt Erfolg und geben es nicht raus. Das ist irgendwie ein bisschen, ich verstehe es nicht. Familie Vogel unterwegs zum Uniklinikum in Münster. Professor Marquardt würde dem Mädchen das Medikament gerne geben. Nach deutschem Recht wäre das durchaus möglich und wird auch immer wieder praktiziert, als sogenannter individueller Heilversuch. Voraussetzung: Die Krankheit ist tödlich und es gibt keine alternative Therapie. Für Hanna gibt es nur die Alternative, immer mehr an ihren Fähigkeiten zu verlieren und dann an dieser Krankheit zu sterben oder jetzt etwas dagegen zu tun. Ich fliege! Du fliegst! Denn in wenigen Monaten könnte Hanna bereits blind sein. Kinder mit NCL2 sterben oft schon als Teenager. Dennoch verweigert die Pharmafirma dem Mädchen das Medikament. Die Begründung: Sie wolle das Zulassungsverfahren nicht gefährden. Die Herausgabe sei in diesem frühen Entwicklungsstadium zu riskant. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es voreilig, den Anwendungsbereich noch weiter auszuweiten. Die Familie will sich mit der Absage nicht abfinden, hat eine Petition für Hanna gestartet. Die Resonanz überwältigend, rund 250.000 Unterstützer, aber noch keine Reaktion von BioMarin. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie erreichbar dieser Chef von BioMarin ist. Also ob der das alles so an sich abschmettern lässt, dass da so viele Menschen stehen, die auch sagen, jetzt helft der Hanna. Das ist so der Knackpunkt noch für mich, dass ich ein bisschen Angst habe davor, dass das vielleicht noch nicht reicht. Familie Vogel aus Bad Tölz lässt nichts unversucht. Sie hat sogar schon vor der deutschen Filiale der US-amerikanischen Pharmafirma in Frankfurt demonstriert. Ohne Erfolg. Die Eltern wollen weiter um das Leben ihrer Tochter kämpfen. Kinderdemenz, das ist leider nur eine von vielen Krankheiten, an denen jeweils nur sehr wenige Menschen leiden. In der EU gilt eine Krankheit als selten, wenn nur 5 von 10.000 Menschen infiziert sind. Allein in Deutschland aber sind rund 4 Millionen Menschen genau davon betroffen. Und oft fehlen hier eben Medikamente und Therapien, weil nur einige Pharmaunternehmen an neuen Arzneien forschen. Lohnt sich das für die Firmen wirtschaftlich nicht? Oder ist die Suche nach einem Präparat in diesen Fällen einfach zu kompliziert? Kirsten Rulf und Demian von Osten berichten. Es ist das Schicksal, das Tom Warlich zu einem gefragten Mann für Patienten mit seltenen Krankheiten gemacht hat. Seine Frau und sein Sohn leiden unter der unheilbaren Erbkrankheit HSP. Tom Warlich wollte aber nicht tatenlos zusehen, wie die beiden leiden. Der 77-Jährige gründete eine Stiftung. Für den Sohn die Hilfe zu kriegen durch die Stiftung war von vornherein für mich klar, dass das eine Illusion war. Dass so schnell geht das nicht, das war immer klar. Aber ich habe gefühlt, man kann auf lange Sicht sowas bewegen.
Jedes Jahr fließen aus der Stiftung mehrere 10.000 Euro in Forschungsprojekte. Ein eigenes Symposium bringt Wissenschaftler zu seltenen Krankheiten zusammen. Walich ist überzeugt, ohne seine Hartnäckigkeit hätte es gar keine Forschung zur HSP gegeben. In der Pharmaindustrie, die sagen doch zu mir, bring mir einen Ansatz, dann entwickle ich dir auch ein Arzneimittel. Aber ich habe doch keinen Ansatz im Moment. Das ist doch das. Wie die unheilbare Muskelkrankheit von Tom Walichs Sohn gibt es über 8000 verschiedene seltene Erkrankungen. Für medizinische Forscher ein Dilemma. Bei welchen Krankheiten sucht man zuerst nach Heilung? Und darf man anderen damit die Aussicht auf Heilung verwehren? Kinderärztin Corinna Grasemann will am liebsten allen helfen. Seltene Krankheiten treten vor allem bei Kindern auf. Das macht die Einzelschicksale besonders tragisch. Grasemann forscht am Zentrum für seltene Erkrankungen der Essener Universitätsklinik. Ihr größtes Problem, die Forschung zu seltenen Krankheiten ist deutlich schwieriger. Es gibt eben häufig nur einzelne Patienten, die überhaupt von dieser Erkrankung betroffen sind. Und in der Wissenschaft zieht man Ergebnisse üblicherweise nicht aus einer einzelnen Beobachtung, sondern man untersucht ganze Gruppen oder Menschen mit einer ähnlichen Erkrankung. Hinzu kommt, nicht jede Pharmafirma möchte Medikamente für so wenige Patienten entwickeln, denn das ist teuer. Erzielen sie nicht genügend Absatz, lohnt es sich nicht. Doch die Pharmabranche wehrt sich gegen den Vorwurf, geringe Verkaufszahlen seien das Hauptproblem. Viele seltene Krankheiten sind bis heute nicht wirklich molekülgenau aufgeklärt. Und wenn man nicht genau weiß, wo man ansetzen kann, dann kann man auch kein Medikament entwickeln. Der Absatz spielt auch eine Rolle, ist aber nachrangig. Es bleibt damit weiter dem Schicksal überlassen. Vom Engagement Einzelner hängt es ab, woran geforscht wird und woran nicht. Der Unterschied zwischen armen und reichen Kommunen, er werde immer größer. Das beklagte heute jedenfalls der Deutsche Städtetag. Noch einmal Nachrichten mit Jens Rieber. Der Städtetag hat massive finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern gefordert. Viele Kommunen lebten immer mehr von der Substanz, hieß es heute zum Auftakt der Hauptversammlung in Dresden. Vor allem strukturschwache Regionen bräuchten dringend mehr Hilfe, um ihre Aufgaben noch erfüllen zu können. Wegen der hohen Verschuldung und der gestiegenen Sozialausgaben blieben einigen Städten kaum mehr Handlungsspielräume. Die Deutsche Bank kommt nicht zur Ruhe. Zwei Tage nach dem angekündigten Rücktritt der Chefs Fitch und Jane ist die Zentrale des Geldhauses in Frankfurt am Main durchsucht worden. Die Ermittler waren offenbar auf der Suche nach Belegen für illegale Dividendengeschäfte, mit deren Hilfe Kunden der Bank Steuern hinterzogen haben könnten. Mehr zur heutigen Razzia bei der Deutschen Bank jetzt von Anja Kohl aus Frankfurt. 10 Polizeiwagen mit 30 Beamten fuhren heute bei der Deutschen Bank vor. Gefühlt vergeht kein Tag mehr ohne Negativschlagzeilen. Nur gestern keimte mit der Vorstellung des neuen Chefs Cryan die Hoffnung auf einen Neuanfang. Doch jetzt, nur einen Tag später, das delinquente Déjà-vu. Wieder geht es um dubiose Geschäfte von Kunden, betont die Bank. Um Geschäfte, bei denen sich Investoren rasch Aktien hin und her verkaufen, rund um den Tag, an dem die Aktiengesellschaft die Dividende auszahlt. Diese Ausschüttung aber kassiert nur einer. Nur einer versteuert sie, steuerlich aber profitieren alle von der Erstattung durch den Staat. Diese Praxis ist illegal. Letztlich werden damit die Steuerzahler um hohe Summen betrogen. Bei der Deutschen Bank drängt sich erneut der Verdacht auf, dass sie auch in dieser Sache gemauert hat, bis es wieder eine Razzia brauchte, um an die nötigen Informationen zu kommen. Gestern feierten die Anleger noch den Chefwechsel. Heute folgte die Ernüchterung, verlor die Aktie wieder. Wieder dominiert der Eindruck, dass die Bank zwar nach Außenbesserung gelobt, in Wirklichkeit aber keine Einsicht und Reue zeigt. Die Börsendaten, beeindruckt von der Griechenland-Krise, ging der DAX heute mit einem Minus von 0,6% aus dem Handel. Er schloss nur knapp über der 11.000-Punkte-Marke bei 11.001 Zählern. In New York trat der Dow Jones heute auf der Stelle und beendete den Handelstag nahezu unverändert bei 17.764 Punkten. Im kommenden Jahr moderiert wieder Anne Will den Polit-Talk am Sonntagabend im Ersten. Sie beweise seit Jahren, dass sie politische Gesprächssendungen hervorragend beherrsche, so der ARD-Vorsitzende Marmor. Will folgt Günther Jauch nach, der eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte. Sie führte bereits von 2007 bis 2011 durch die Talkshow Nach dem Tatort. Und das waren die Nachrichten. Jetzt geht es wieder weiter mit Thomas Roth.
Der kleine Häwelmann kennen Sie vielleicht. Das ist ein Märchen von Theodor Storm, in dem eben jener kleine Häwelmann in seinem Bett bis ans Ende der Welt fliegt, weil es ihm zu Hause schlicht und einfach zu langweilig ist. Nun ist aber selbst in einem Märchen das Bett als bewährtes Erkundungsfahrzeug eher selten. In London allerdings können Besucher ab heute mit selbstfahrenden Betten eine Ausstellung erkunden. Und wenn sie wollen, sogar gegen ein gepflegtes Entgelt dort darin übernachten. Es ist die Schau des Installationskünstlers Carsten Höller. Unsere Reporterin Julie Kurz ist schon mal in der Horizontalen durch die Räume gerollt. Sie wandeln, schlafwandeln, ferngesteuert, mitten in einer Galerie. Zwei Roboterbetten machen sich selbstständig, drehen und tanzen im Akkord. Der Liegende, träumend, kontrolllos. Unwissend, wohin führt die Reise? Bett und Träumender, sie sind Teil von Carsten Höllers Installationsschau Entscheidungen. Die Betten treffen ja eine Entscheidung für einen. Also es geht mir mehr um den Zwischenraum zwischen selber Entscheidung treffen, Entscheidungen, die getroffen werden für einen und vor allem diesen Zustand, wo man sich zwischen Entscheidungen befindet und die Möglichkeit hat, verschiedene Optionen gleichzeitig, ich sag jetzt mal, zu behandeln. Carsten Höller lässt beobachten und beobachtet. Agrarwissenschaften hat der deutsch-belgische Künstler einstudiert, über Insekten geforscht. Nun ist der Mensch sein Experiment. Die Zwillinge in der Videoinstallation scheinbar gleich und doch ganz anders. Eine irritierende Konversation wie eine surreale meditative Endlosschleife, die einen in Alice Wunderland führen könnte, in der man alles ausprobieren will, auch Verbotenes. Der Mensch in ungewohnten Situationen, in neuen Perspektiven. Wie reagiert er darauf? Zum Beispiel beim Benutzen einer Flugmaschine. Die Ausstellung ist ein Experiment mit hohem Erlebniswert für den Zuschauer. Aber ist das noch Kunst oder doch eher ein Vergnügungspark? Jeder kann ein schlechtes Bild malen, aber das hat ja keinen Mehrwert. Die wahre Qualität von Kunst ist es doch, wenn du es schaffst, wie Carsten Höller, Perspektiven zu ändern, zum Nachdenken anregst, wie man die Welt sieht. Das ist doch, wofür Kunst in unserer Gesellschaft da ist. Auch der Ausgang andersartig und abrupt. Man muss sich nur dafür entscheiden. Ja, Träume. Manche Träume erfüllen sich spät, aber sie erfüllen sich. So wie heute für die mit 102 Jahren älteste Doktorandin dieser Welt. Ingeborg Sülm-Rappoport bekam in Hamburg den Doktortitel in Kinderheilkunde verliehen, nachdem sie jetzt dann auch mündlich geprüft worden ist. Ihre Doktorarbeit hat sie vor 77 Jahren eingereicht, aber die Nazis hatten sie damals wegen ihrer jüdischen Abstammung nicht zur Doktorprüfung zugelassen. Auch von uns natürlich heute herzlichen Glückwunsch, Frau Doktor. Mehr über Ihr Leben sehen Sie übrigens später im Nachtmagazin um 0.15 Uhr. Und uns bleibt natürlich noch der Blick auf das Wetter von morgen. Sven, was können wir erwarten? Wir können erwarten, Thomas, dass die Wolken im Norden ziemlich wenige sind, dass sie im Süden noch zahlreich da sind und dass es in den nächsten Tagen wieder heiß wird. Das war die Kurzvariante und jetzt gucken wir einmal aus dem Fenster mit Hilfe von Uwe Schmale. Der hat diese Aufnahme nämlich gemacht. Einmal das Panorama über Bielefeld. Es hält sich ja hartnäckig die Story, Bielefeld sei die Stadt, die es nicht gibt. Es gibt sie, da ist sie, so sieht sie aus. Und es gab heute Quellwolken und Sonnenschein. Und jetzt gucken wir von oben nicht nur auf Deutschland. Deutschland finden Sie hier. Hier haben wir Berlin markiert. Hier wäre dann ungefähr Bielefeld mit den lockeren Wolken. Und dann sehen Sie hier im Süden von Spanien über den Mittelmeerbereich ins südöstliche Europa schon wieder neue Schauer und Gewitter. Und ein kleines Tief westlich von uns, nämlich über Spanien, schaufelt in den nächsten Tagen wieder diese warme, schwüle Luft in unsere Richtung. Und das ist der 15-Tage-Trend. Und diese Bewegung zeigt einfach, die Temperaturen steigen. Ich gehe weg, dann wird die Spannung auch abgebaut. Köln, da geht es noch mal kräftig rauf. Der letzte Freitag war ein richtig heißer Tag. Dieser wird es wieder werden. Temperaturen über 30 Grad sind möglich in vielen Regionen Deutschlands. Und dann purzelt die Temperaturachterbahn schon wieder runter.
Blicken wir in die kommende Nacht hinein. Im Norden ist es klar, im Süden wolkenreich. Richtung Berchtesgadener Land können noch ein paar Tropfen fallen. Temperaturen unter den Wolken, im Süden so meist 11 bis 13 Grad, im Norden oft einstellig, in Schleswig-Holstein nur 4 Grad. Dafür ist es da sehr sonnig. Mit jedem Kilometer nach Süden werden das mehrere Wolken. Und nachmittags kann es am Alpenrand vielleicht schon mal ein kurzes Gewitter geben. Ansonsten ist es trocken und wie gesagt im Norden am freundlichsten. Temperaturen dann meistens zwischen 19 und 24 hier am Rhein, aber bis in den Südwesten schon 25 bis 27 Grad. Nordöstlicher Wind der Stärke 2 bis 4 kommt hinzu. Die Aussichten Donnerstag, ein Sommertag, im Norden sehr angenehm, 23, im Süden schon schwüle 30, Südschwarzwald, Alpenrand, erste Gewitter. Und dann kann es wieder heftige Unwetter am zuvor sehr, sehr heißen Freitag geben. Also es wird wieder wärmer im Land, Thomas. Heiße Aussichten. Vielen Dank, lieber Sven. Das war's von uns, meine Damen und Herren. Das Nachtmagazin mit Charlotte Mayhoff meldet sich um 0.15 Uhr. Hier folgt der interessante Dokumentarfilm Krieg der Lügen, Curveball und der Irakkrieg. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder, wann? In der Halbzeitpause des Fußballspiels Deutschland gegen die USA. Bis dahin. Tschüss.